herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Nintendo News und eine neue News-Sendung heißt auch neue Themen. Und hier sind sie. The Prince Kid, Prince of Persia, entführt euch in die vergessene Zeit. The Mario Kid, neue Eindrücke zu Super Mario Galaxy 2 und der Dracula Kid auch. Castlevania The Adventure Rebirth ist als WiiWare-Titel erhältlich. 1989 erschien der erste Teil von Prince of Persia und bis heute folgten sage und schreibe 6 weitere Spiele. Und jetzt gibt es das ganze Spektakel auch auf der Leinwand. Den persischen Helden verkörpert der wundervolle Jake Gyllenhaal und er versucht sein Königreich gegen fiese Mächte zu verteidigen. Das klingt nach sehr viel Spaß, aber viel mehr Spaß macht es natürlich, nicht anderen Leuten beim Abenteuererleben zuzugucken. Nein, man möchte ja selber darin bestehen. Und das ist ganz praktisch, dass es passend zum Film gerade ein neues Spiel gibt. Die frohe Botschaft gleich vorweg, Prince of Persia, die vergessene Zeit, ist keine direkte Versoftung von dem Film, denn der basiert ja bekanntlich auf dem 2003 erschienenen Teil The Sands of Time. Es handelt sich also um ein komplett neues Abenteuer, sodass ihr nicht befürchten müsst, einfach nur Stationen des Films abzulaufen. Im Großen und Ganzen setzt das Spiel wieder auf die alten Stärken der Serie und die liegen hauptsächlich im Leveldesign. Wie ein Parkourläufer rast ihr durch Schluchten, hangelt euch an Felsvorsprüngen entlang und weicht Fallen aus. Besonders schön fanden wir dabei, dass der Prinz sich offensichtlich von unserem Kumpel Mario hat inspirieren lassen, denn es gibt auch den klempnertypischen Wandsprung. Ja. Gekämpft wird natürlich auch wieder, wobei die Kämpfe tatsächlich kaum im Mittelpunkt stehen. Ähnlich wie in The Legend of Zelda Twilight Princess zückt ihr mit einer ruckartigen Bewegung der Wii-Fernbedienung das Schwert und schlagt zu. Dazu kommen noch einige Spezialattacken, wie zum Beispiel die Kombination aus Sprung und Schlag oder die Wirbelattacke, für die man zusätzlich das Nunchuck schüttelt. Aber wie bereits erwähnt, der Hauptaspekt des Spiels liegt in den bombastischen Kletteranlagen und fordernden Sprungpassagen. Wünscht ihr mehr? Müsst ihr es verdienen? Und den Neulingen von Prince of Persia soll gesagt sein, falls ihr jetzt bei diesen akrobatischen Bildern etwas Muffensausen gekriegt habt, dieses Spiel nimmt euch, wenn ihr wollt, vorbildlich an die Hand, denn per Knopfdruck gibt es Tipps und Tricks für das weitere Spielgeschehen. Und da würde ich sagen, da steht einer Reise in den Orient kaum noch was entgegen. Und für die richtige Einstimmung in dieses Feeling, hier der aktuellste Trailer für euch. Sand slips beneath me. Soon all will be lost. I thought I'd seen the world and all the wonders it had to offer. Till I discovered a kingdom that was everything I'd ever wanted. Wrapped inside of a nightmare. A terrible curse plagues this realm. I may fight it alone, or choose help from an ally. But with my power, I will shatter this curse forever. In der allerersten Nintendo News Ausgabe haben wir über ein Spiel geredet, wo schon alleine die Nennung bei langjährigen Nintendo Weggefährten eine Gänsehaut auf den Unterarm zaubert. Die Rede ist von Castlevania The Adventure Rebirth und dieses Spiel ist jetzt als WiiWare Titel erhältlich und das haben wir uns mal genau angeguckt. Viele
Zocker gingen bei dem Titel Castlevania The Adventure Rebirth davon aus, dass Konami den Gameboy-Klassiker von 1989 1:1 recycelt und mit aufgepeppter Grafik neu auflegt. Tatsächlich ist die Vampirjagd aber ein komplett neues Abenteuer, das stark von dem alten Spiel inspiriert wurde. Die Level sind also alle neu, wirken dank bekannter Gegnersteuerung und Spielprinzip aber sofort vertraut. Wieder einmal steuert ihr ein Mitglied der Familie Belmont durch Draculas Schloss und wehrt euch gegen alles mögliche Monstergedöns mit einer Peitsche. Besonders schön dabei, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr mit einer zeitgemäßen oder der Original-Oldschool-Steuerung das Game bestreiten wollt. So könnt ihr in der klassischen Variante zum Beispiel nicht mehr die Richtung und Sprung ändern, was das Spiel nochmal um eine Stufe komplizierter macht. Wer also Lust hat, in Erinnerung an die guten alten 8-Bit-Tage zu schwelgen, der geht einfach nach dieser Ausgabe der Nintendo News in den WeShop-Kanal und lädt sich dort Castlevania The Adventure Rebirth im WiiWare-Bereich runter. So, und jetzt kommen wir zu den aktuellen Geschehnissen im Pilzkönigreich. Am 11. Juni ist es endlich soweit. Super Mario Galaxy 2 erscheint. Es ist gar nicht mehr lange hin, bis wir mit Mario ins Weltall entschwinden können. Wir haben ja schon des Öfteren über unsere Eindrücke vom Spiel berichtet. Und jetzt war es endlich soweit. Wir durften andere Videospielredakteure zu uns einladen. Es war ein großes Hello. Dabei waren Mark Tövs von Game Master und unsere Freunde von Game One. Und was soll ich sagen? Erwachsene Männer sitzen vor einer Leinwand und beim berühmten Super Mario Galaxy! Wahoo! War es um die Geschichte. Da hörte man schon das Erste. Das alleine ist doch schon wunderbar. Erwachsene Männer mit einem großen Herz für Spiele. Und gerade Yoshi und die neuen Items, die haben sehr fasziniert. Aber hört selbst. Das erste Gefühl war, es ist ja wie Super Mario Galaxy 1. Aber halt, das ist nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil sogar. Das ist halt einfach ein neues Setting. Okay, jetzt habe ich ein Raumschiff am Start. Das System, wie man durch die verschiedenen Levels switcht, ist sozusagen geändert worden. Aber ansonsten fühlt es sich genauso an wie Super Mario Galaxy 1. Finde ich gut, finde ich sehr gut sogar. Also ich finde Yoshi einmal sehr sympathisch, weil er ist ja der Hysteriker in uns allen. Der sich total erschreckt, wenn er was abkriegt und wild in der Gegend rumrennt und gar nicht weiß, wo er ist. Und irgendwie erstmal irgendwie brüllen und rennen und keinen Sinn und Verstand und man muss ihn erstmal wiederholen. Cool, kann ich mich mit identifizieren. Und ich mag Yoshi gerne, er gibt mir das Gefühl der Sicherheit. Die Wolkenblume ist echt eine coole Idee. Erstmal sieht das Kostüm süß aus und ist auch gut gemacht, weil man diese Wolken, also wenn man, sobald man die Wolkenblume aufgenommen hat, fliegen drei kleine Wölkchen hinter einem her. Und die hat man ja nicht unendlich. Also sobald man hochspringt und die Wii-Fernbedienung schüttelt, entsteht sozusagen eine Plattform unter einem aus dieser Wolke. Und man hat auch wirklich nur diese drei Wolkenplattformen zur Verfügung, um irgendwo anders im Level hinzukommen. Und man kann erst wieder Plattformen erschaffen, sobald man eine neue Wolkenblume aufgenommen hat. Den ganzen und ausführlichen Testbericht und damit den letzten Teil unserer großen Super Mario Serie seht ihr hier übrigens auf dem Nintendo-Kanal ab der nächsten Woche. Und davor habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar ist das die Vorverkaufsbox von Super Mario Galaxy 2. Und wenn ihr euch die holt von dem Laden eures Vertrauens, dann bekommt ihr nicht nur das Spiel am Release-Tag auf jeden Fall, sondern auch diese formschönen Kühlschrankmagneten. Und wozu brauchen wir den Kühlschrankmagneten? Ganz genau. Um ein Poster aufzuhängen, wodurch jede Küchenparty zum absoluten Highlight wird. Also vorbestellen und diese wunderschönen Sachen ergattern und sich sehr beeilen, denn am 11. Juni kommt das Spiel schon raus. Zur Vorbestellung ist ja nicht mehr viel Zeit. Und für alle, die bis Anfang Juni einfach nicht mehr warten können, für die habe ich einen guten Tipp. Und zwar, ihr könnt Super Mario Galaxy 2 schon vorher zocken. Denn bei der Nintendo Truck Tour und beim Family Friends Cup könnt ihr euch schon mal ausprobieren. Geht einfach auf nintendo.de, dann im News-Bereich auf Termine und dann seht ihr, wo der Nintendo Truck oder der Family and Friends Cup
stattfinden. Und dann gehört ihr zu den Ersten, die mit Yoshi fremde Galaxien erobern. So, und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe der Nintendo News angelangt. Wenn es euch Freude gemacht hat, dann schaltet auch wieder in 2 Wochen ein, denn da gibt's die nächste. Und bis dahin schön fröhlich weiterzocken. Auf Wiedersehen.